Wenn wir von da vorne starten, mit welcher Strategie fahren wir das? Ich würde sagen, wir hauen volle Kanne rein. Also zumindest mit dem einen Auto hauen wir volle Kanne rein. So, und jetzt bin ich gespannt, ob ich hier noch. Ah nee, ich kann nur noch weiter runtergehen. Ich kann nicht wieder zurückgehen. Also das heißt, sie cutten's mir. Ich muss jetzt mit den Leistungsdaten fahren. Ich kann nicht sagen, ich gehe zurück auf die 90 oder so. Das heißt, fürs Qualifying das Ding komplett runterziehen, dann hast du einen Schrottkarren, mit dem du Rennen fahren musst. Man kann auch eine Lösung sein, wenn du einen Sponsor hast, der dir eine Million zahlt für einen guten Qualifying-Platz. Hey, es gibt ja in der NASCAR auch so Start-and-Stop-Teams. Ja, die treten an, kriegen eine Startgebühr, weil die NASCAR auf, keine Ahnung, 40 Autos kommen muss. Und dann fahren die zwei Runden mit und dann fahren sie in die Boxen, stellen das Auto ab und dafür kriegen die Geld, was die Kosten mehr als deckt. Die verdienen Geld damit, dass sie zwei Runden mitrollen in der NASCAR. So, Renntrim, weiche Reifen. Renntrim, Leichtphysik, weiche Reifen. Ich habe schon wieder so einen Belag. Die NASCAR bezahlt das Team für den Start. Oh. Wir haben noch ein 99er Setup hingekriegt. Die Änderungen, die wir gemacht haben, haben tatsächlich alles auf Dings gebracht. Bin begeistert. So, das ist alles fix. Nein, nee, es geht ja nicht. Die Autos werden bezahlt. Also wenn das Auto startet. Also, die TV-Gelder sind sicher immens, ja, muss aber auch jemand finden, der dich fahren lässt. Ja, aber verstehst du, die starten ja mit ihrem Auto. Die holen sich irgendeinen Fahrer, der nicht fahren kann, für keine Ahnung, der noch Geld mitbringt, dass er mal mitgefahren ist. So nach dem Motto, er muss nur eine Lizenz haben. Die muss er selber machen. Und dann lassen die das Auto starten und nach x Runden, die so gefahren sind, dürfen die das Auto abstellen und kriegen ihre Startgebühr von der NASCAR. Und die ist höher wie die Kosten für Fahrer, Team, Auto und so weiter. Die haben teilweise nicht mal einen Sponsor. Also ich rede vom Team, nicht vom Fahrer. Ich glaube, wir versuchen mal eine ganz verrückte Strategie bei ihm. Einfach brettern lassen. Sollen wir es mal versuchen, beide einfach brettern zu lassen, notfalls auch drei Stops zu machen? Wäre auch mal eine Idee. Habe ich so auch noch nicht gemacht. Oder wir machen bei ihr einfach den üblichen Modus und bei ihm mal einen Adventure-Modus. Ich hätte da mal Bock drauf, das zu probieren. Ich meine, wir stehen vorne, wir haben keinen im Weg. Wenn der richtig Gas gibt, könnte er wegfahren. Bin ich der festen Überzeugung. Wir probieren es mal. So bin ich früher die Formelrennen hier gefahren, als die Autos gut waren. Mal gucken, ob es funktioniert. So, Wilson von der Pole. Die Räder werden es nicht lange machen.
Die Ampel wird grün, das Rennen startet und ja, wir waren Erster. Alter, Stephansen fährt direkt mal vorbei. Der Wilson ist also auch noch ein schlechter Starter. So, Key hat sich hinten schon ein bisschen besser durchgesetzt. Ich hoffe nur, es gibt keinen Regen oder Safety Car oder irgendeinen anderen Fuck. So, ERS ist noch nicht frei. Jetzt wird langsam ERS freigegeben. Jetzt kommen die Probleme hier. So, Wilson ist im Angriffsmodus. Zickzack fahren, ruckeln. Rostov, vielen Dank für deinen Follow. Das habe ich mal mitgekriegt. Ist das das Ruckeln im Spiel? Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Das. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Dass Einblendungen oder so Sachen ruckeln im Spiel verursachen. Vielleicht im Stream, aber nicht im Spiel, oder? So, ich glaube, wir müssen die Räder mal runterschalten. Der glüht sonst weg hier. Ich weiß nicht, wie der vor mir fährt, aber... Der Wilson, der pusht wie bekloppt, aber kommt nicht ran an diesen Stephansen. Was sind das für ein Team? Was haben die denn für ein Auto hier? Das ist ja der Wahnsinn. So, für Key geht's leider nach hinten. Jetzt kommen da von hinten auch noch andere Autos an. Das darf nicht wahr sein. Wilson, gib mal Gas. Guten Morgen. Du kannst das besser. Ich weiß das. Fahr mal schneller. Key hat schon wieder einen Platz verloren. Was ist mit Key los? Hat die das Fahren verlernt oder was? Das ist alles diese scheiß DRS-Party oder ERS-Party hier. Die drücken alle nur das Knöpfchen und fahren vorbei. Genau wie der jetzt. Achtung, gleich kommt der Knopf. Kommt da nicht mal ein Knopf. Fährt einfach so vorbei. Hier, da. Was war denn das wieder? Kommt aus der Kurve raus, gibt einfach Vollgas und ist vorbei an Wilson. Der hat sich vorteleportiert. Ich sehe schon, ich habe die falsche Taktik gewählt. Ich habe echt gedacht, wir wären schneller, wenn wir pushen. Wehr dich, Wilson. Kann doch nicht wahr sein, ey. Hat er keine Lust, ein Rennen zu gewinnen? Kommt mir langsam vor, als ist der in Urlaub hier. So gut im Qualifying und dann sowas. So, wir fahren an die Box. Wir müssen, die Reifen sind fertig. Wir haben leider den Perk nicht mit eingepackt, sonst könnten wir einfach jetzt auf den Hard mit einem Stock durchfahren und würden das Rennen noch locker gewinnen, bin ich fest von überzeugt. Aber wir haben den Perk nicht mit eingepackt, weil wir siegessicher waren, dass wir mit diesen Reifen und zwei Stops richtig flott unterwegs sind und das Rennen hier für uns entscheiden. Muss ich leider feststellen, da habe ich mich wohl geirrt. Wir bleiben auf dem Reifen. Wir tanken nicht mal. Das machen wir dann beim nächsten Stopp. Wir kommen weit genug hinten raus, da brauchen wir nicht auch noch mehr Gewicht. Und ich werde nochmal gucken, wie lange wir fahren können. Nicht, dass ich jetzt einen Denkfehler mache. Nicht, dass die Räder halten würden und der Treibstoff nicht. Ja, nee, das könnte nämlich genau durchaus passieren. Wir packen mal 10 Runden rein. Das ist noch nicht ganz voll oder noch nicht mehr zu voll, aber das ist schwierig.
Wir wollen uns ja die Chance nicht nehmen lassen, dass wir vielleicht durchfahren können mit den Rädern. Ich weiß es noch nicht. Es wird sich zeigen. So, kam noch mehr rein. Wir kommen zumindest mal nicht als letzter raus, aber jetzt werden wir gleich überholt. Weil die jetzt einfach wieder pushen. Die kommen aus der Box und dann heißt es Vollgas. Nee, noch nicht mal. Guck, das ist unglaublich. Prost, Tobi. Die sparen Sprit und nehmen die Reifen ran und fahren an dir vorbei. Knallhart. Ohne Probleme. So, die Key hat aber gute Chancen, weil die besten Reifen hat im Feld. Mit die besten Reifen hat. Also ich ärgere mich, wenn ich jetzt so durchfahre und dann reicht der Sprit nicht, dann kriege ich zu viel. Ich glaube, ich muss mal anfangen zu sparen. So, Key ist auf Platz 3. Ne, auf Platz 2 sogar. Vielleicht ist er auf Platz 1. Ui, ruckel, ruckel. Platz 1. So, Wilson ist schon vor auf 11. Der kühlt gerade die Reifen ein bisschen. Jetzt kann er sie wieder normal fahren. Key sollte mal anfangen, die Reifen ein bisschen zu kühlen. Ja, wobei, da brauchst du nichts mehr kühlen. Da brauchst du noch an die Box fahren und musst dir neue holen. Platz 2 geht nicht rein, wir gehen nicht rein. Platz 2 geht nicht rein, wir gehen nicht rein. Platz 2 geht rein. Wir pushen, was das Zeug hält und gehen auch rein. Box. So. Ja, das ist jetzt das Problem, ne? Wir machen voll für durchzufahren. Die Taktik funktioniert hier nicht, also gehen wir eine neue. So, wir ändern direkt mal ab. So, das fahren wir vorbei, die anderen reparieren, wir nicht, wir fahren einfach weiter. So, wir sind auf soften Rädern unterwegs. Wir versuchen jetzt die Räder zu schonen, noch dazu, und den normalen Spritmodus zu fahren, in der Hoffnung, dass wir das Rennen so beenden können. Dann dürfen wir nämlich vorgespült werden nach ganz vorne. Das schafft nämlich keiner hier im Feld. Ohne Reparatur so durchzufahren jetzt. Mit den Reifen. So, Wilson ist 10. Sollte auch mal wieder anfangen, Reifen zu schonen. Die werden langsam ein bisschen zu warm. Platz 8 geht an die Box. Die sind alle ausgelutscht schon. Die waren alle schon mal an der Box und gehen trotzdem nochmal an die Box, weil alle ausgelutscht. So, wir hätten noch 18 Runden. Wie viele Runden bräuchten wir denn noch? Paar 20. So viel Sprit kann ich gar nicht sparen, dass ich das rausgeholt bekomme. Wann benutzt er denn immer sein ERS? Immer an der falschen Stelle, ey. Anstatt sich zu verteidigen, hier auf der Geraden, nö, in die Kurve rein, ey. Vollhonk, der kann ERS nicht bedienen, der Kasperkopf.
Eigentlich müsste er jetzt Dritter sein. Stattdessen verliert er Platz und Platz und Platz, nur weil ich sage, er soll die Räder mal ein bisschen schonen. Dann vergisst er, wie man Auto fährt, sobald er die Räder schonen soll. Ja, endlich hast du dich mal gewehrt. Hat trotzdem nichts gebracht. Ach, geschissen drauf. Wir müssen eh nochmal Boxenstopp machen. Das kann er nämlich. Vollgas geben, das kann er. Ja, jetzt komm, benutzt dein ERS, um vorbeizukommen oder wegzukommen hier. Egal, du fährst noch eine Runde. So, wir gehen an die Box. Wir holen uns für 16 Runden nochmal solche. Packen nochmal Sprit rein. Für 20 Runden, weil wir ja im größeren Motormodi fahren, vielleicht sogar für 21. Und lassen ihn einfach so weiter pushen. Mir gerade völlig wurscht jetzt. Der soll jetzt mal zusehen, dass er Land gewinnt hier. Weil die Key lacht sich gerade tot, die ist schon neunte. Ich glaube, ich bin einfach noch nicht schnell genug. Mein Auto ist noch nicht gut genug, damit ich die Taktik fahren kann. Ja, ich glaube, ich muss mal das persönliche ERS-Management übernehmen, damit das hier was wird. Dann geht's voran. Wieso ruckelt denn das so, wenn die kämpfen? So viele Berechnungen, dass der Rechner streikt. So, Key ist Dritter. Wilson kommt auch langsam vor. Können, glaube ich, die Räder langsam mal in den Schonmodus packen, damit er auch wirklich durchkommt mit den Reifen. Er muss immerhin noch 10 Runden fahren damit. Nee, ihr sollt einfach nur fahren. Kann nicht sein, dass die jetzt Vierte ist. Die war doch gerade eben noch Dritte. Komm schon. Genau so, Key. Genau so und nicht anders. Gib's denen. Zeig ihnen, wo der Hammer hängt. Du hast die Reifen so kalt, dass du jetzt mal wieder Gas geben kannst. Und Wilson hat die Reifen so warm, dass der mal ein bisschen kühlen muss. Soll auf der Geraden mal ein bisschen Land gewinnen. So, er führt für WM-Punkte, sie führt für die Sponsorgelder. So, ich hätte sie gern beide auf einem Bildschirm, da kommen sie näher.
So, es fährt einer an die Box, der Auto reparieren muss. Wir müssen zum Glück nichts reparieren. Wir haben gute Autos. So, sie darf jetzt ihr ERS wieder selbst verwalten. Er noch nicht. Er muss dann noch vorbei. Na, kaum gucke ich nach hinten dem, wird der angriffig. Und meint, er könnte noch näher ranfahren und könnte uns noch überholen. So, wir sind Dritter und Fünfter, immerhin. Und wir sind durchgekommen. Das heißt, wir kriegen auch noch das Geld. Das heißt, wir haben 1,2 Millionen verdient an dem Wochenende. Das ist endlich mal ein Lichtblick am finanziellen Horizont dieses Teams. Holla, die Waldfee. Was ein Fight. Wir haben sogar noch Bonuspunkte gekriegt für die Pole Position mit Wilson. Und Patan hat eine Strafe bekommen. Sehr schön. Key hat sich um keine Position verbessert. Wilson hat 4 Plätze verloren. Wieder ein Podium für uns. Sehr gut. Wilson bleibt auf Platz 1 der Meisterschaft und wir als Team auch. Wir haben genug Punkte gesammelt. Key hat sich sogar ein bisschen gesteigert. Nee, ich werde immer noch nicht entlassen. Alter Schwede, schon kurz vor 2. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob wir Feierabend machen sollen. Was sagt ihr? Weiter oder? Na, ich weiß nicht, ob noch weit. Wir sind 4 Rennen gefahren heute Abend. Das ist eine Menge Holz. Und morgen ist auch noch ein Tag. Aber gut, morgen ist dann wieder, ne? Sonntag auf Montag. Hallo, Pack Attack. Guten Morgen. Chronix Echo verabschiedet sich und wünscht noch eine gute Weiterfahrt. Dann auch dir noch einen schönen Abend, einen guten Abend. Und vor allem einen erholsamen Abend, Chronix Echo. So, dann kommt weiter, 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 weiter. Ja, ihr müsst ja nicht, ne? Ihr könnt ja schön nach dem Stream ausmachen und schlafen. Nee, Quark. Können wir noch machen, glaube ich. So, wir kriegen eine. Wieso kriegen wir nur 1 Million? Ach, die Boxenmannschaft zieht uns noch. Egal, haben wir 900.000. Streamt er wieder? Die Frau Wizard. So, Wilson, Key 5 und 6 in der Meisterschaft. Ich bin begeistert von unserem Team. Also die sammeln gerade Punkte. Die haben zum Beispiel einen zweiten Fahrer, der hier unten landet. Die haben einen zweiten Fahrer, der hier unten landet. Grand Slam hat einen Fahrer, der hinter unserem Fahrer landet. Orleans hat einen Fahrer, der im Mittelfeld landet. Perfekt, es läuft für uns.